Es gibt zwei randomisierte Studien, die zeigen, wie sich der Einsatz von Navilas auf die Injektionszahl beim Makuloödem auswirkt. Das sind die Studien von Liegl und Bartoselli. In beiden Studien konnte gezeigt werden, dass die Anzahl der Injektionen deutlich erniedrigt werden kann, wenn begleitend mit dem Navilas-Laser behandelt wird. Man kann im ersten Jahr, wo die meisten Injektionen gegeben werden, bis zu 3 Injektionen einsparen. In den Folgejahren werden weniger Injektionen schon in der Standardtherapie gegeben. Deswegen ist das Reduktionspotenzial hier dann auch geringer. Man spart zwischen 1 und 2 Injektionen gegenüber den 4 Injektionen, die in der Standardtherapie verabreicht werden. Werden die Injektionen reduziert, denkt man als erstes natürlich auch an eine Reduktion der Einnahmen, da ja jede einzelne Injektion vergütet wird. Wir haben die Standardtherapie des Makuloödems, die regelmäßige intravitreale Injektion von Anti-VEGFs mit dem Einsatz von Navilas und einer reduzierten Injektionszahl verglichen, mit einem Markov-Modell für 100 Patienten über 5 Jahre. Wir haben dabei die ganz normalen EBM-Kosten angenommen. Die Reduktion wirkt sich nicht negativ auf das Praxiseinkommen aus, da hinter der normalen Therapie ein Großteil der Patienten, etwa 20 bis 40%, die Therapie abbrechen oder zumindest nur noch manchmal zu den Therapiesitzungen erscheinen. Durch die Verwendung des Navilas-Lasers steigt aber der Patientenkomfort. Die Patienten werden länger in der Therapie gehalten und ökonomisch lässt sich dann sogar ein leicht verbessertes Ergebnis über 5 Jahre hinweg mit dem Navilas-Laser erzielen.